الحمد لله الذي يسر لقاءنا واجتماعنا في هذا المكان المبارك نتذاكر شان وحال محل نظره إلينا سبحانه وتعالى منا فيما أشار إليه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Aller Dank gebührt Allah, der uns dieses Zusammentreffen ermöglichte. Und der Scheich hat mit einer Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam angefangen, in der es sinngemäß heißt, Allah schaut nicht auf eure Bilder und eure Körper, sondern er schaut auf eure Herzen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass das Thema heute die Rolle des Herzens bei der Ausführung der Gottesdienste und jeder kann nachher zu dem Thema eine Frage stellen, der möchte und es werden Blätter und ein Kugelschreiber herumgeschickt. ولا شك أنه لا شيء أهم عند المؤمن أن يصلحه أو يزينه أو يطهره أو يقومه كمثل محل نظر ربه سبحانه وتعالى إليه فبذلك تتوجه همم الصادقين من المؤمنين على حسب إيمانهم بالاعتناء بشأن القلوب وتنقيتها وتطهيرها وتقويم الصفات الصالحة فيها وترسيخها ونزع الصفات الذميمة منها. Der Scheich hat eben gerade gesagt, dass nichts Besseres in der Korrektur des Verhaltens des Menschen, es gibt halt keine bessere Alternative und keinen besseren Weg, als dass Allah subhanahu wa ta'ala auf uns schaut, als dass auf Allah subhanahu, dass der Anblick von Allah subhanahu wa ta'ala uns gilt. In dem Sinne, dass Allah subhanahu wa ta'ala für uns für sorgt. Dieses lenkt die Kraft des Inneren, dieses lenkt die Motivation des Einzelnen auf die Reinheit des Inneren, indem man die schlechten Eigenschaften beseitigt und die guten Eigenschaften festigt und weiter pflegt. وقد كان بعض الصالحين يقف على باب المسجد عند إرادة الدخول إلى المسجد فينتظر أحدا من المسلمين يدخل فيدخل وراءه فقيل لما تفعل هكذا؟ قال إني أعلم أن المسجد بيت ربي وأنه عندما أدخل إليه ينظر إلى قلبي وإني أجدني قاصرا عن مواجهة الرحمن فأحب أن ينظر إلى قلبي مؤمن قبلي فأدخل معه يكون ذلك أقرب لأن يرحمني جل جلاله. Es wird die Anekdote von dem Scheich eben angeführt, dass einer der Gottesfürchtigen immer vor der Moschee gestanden hat, bis irgendjemand anderer vor ihm die Moschee betreten hat und er erst dann die Moschee betrat. Und dann wurde er gefragt, warum machst du das? Warum wartest du immer, wenn jemand, wartest du von der Moschee, bis jemand da angekommen ist und die Moschee betreten hat, um danach die Moschee erst zu betreten? Und dann sagte er, ich schäme mich vor Allah und vor meiner Unzulänglichkeit in den Gottesdiensten, so dass ich auf einen vielleicht doch besseren Muslim warte, der die Moschee zunächst einmal betritt, so dass auf Allah subhanahu wa ta'ala auf ihn schaut und dann betrete ich die Moschee, damit dieser Anblick dann mir gilt in dem Sinne, dass ich mich ihm, also diesem Muslim zufüge, der von Allah subhanahu wa ta'ala eben angeguckt wurde. فما هو القلب الذي هو محل نظر الرب جل جلاله إن أريد به هذه القطعة اللحمية بين الرئتين الصنوبرية الشكل فلا منزل لها وليست هي محل نظر الحق تبارك وتعالى وهي موجودة عند جميع الناس مسلمهم وكافرهم وعند الحيوانات كذلك فما هو القلب الذي ينظر الرحمن تبارك وتعالى إليه إنه سر مودع فيك أيها الإنسان إنه لطيفة ربانية إلهية بها تدرك الخطاب وعليها يترتب الثواب والعقاب وفيها يقوم سر الإرادة عند هذا الإنسان يقوم بها علم وإرادة
لهذا الإنسان تتحكم في قدراته. هذه اللطيفة الربانية وسر المعنوي هو القلب الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم. Die Frage, die sich eben jetzt stellt, was ist das Herz? Was ist das Herz, das wir so gerne möchten, dass es von Allah subhanahu wa ta'ala angeschaut wird? Das ist nicht dieses muskulöse Organ, was aus einer bestimmten Muskulatur besteht. Das ist nicht dieses Gebilde, was sich in der Brusthöhle befindet. Sondern das Herz ist das Rätsel. Das ist das Geheimnis, das Allah subhanahu wa ta'ala in jedem von uns eingesetzt hat, verpflanzt hat, subhanahu wa ta'ala. Dieses Geheimnis ist die Kraft, die innere treibende Kraft für das, was wir an guten Taten verrichten und das wir gerne möchten, das ist von Allah subhanahu wa ta'ala angeschaut und dementsprechend versorgt und behandelt wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist also das innere Geheimnis, das ist eine unsichtbare, eine unfassbare Eigenschaft, ein unsichtbares Geheimnis, mit dem wir die Dinge auffassen, mit dem wir den Willen zu Allah subhanahu wa ta'ala oder zu den guten Taten zusammentun können, zusammentreiben können. Dem gilt es, indem wir Allah subhanahu wa ta'ala darum beten, dass Allah subhanahu wa ta'ala auf eben dieses in uns verpflanzte Geheimnis schaut und dementsprechend, dass wir den Willen dazu fassen, um die guten Taten zu verrichten und uns von den guten Taten fernzuhalten. Ist also unsichtbares, abstraktes, wenn du so willst, Geheimnis. Das ist der Sinn und die Rabbaniya, die du dir auf die Lafz der Ruh oder der Agel oder die du dir auf die Lafz der Nafs und die du dir auf das Maße. وقد يراد بالنفس معنى آخر وكذلك بالعقل وبالروح وإلى هذا المعنى أشار القرآن بقوله عن آدم فإذا سويته خاطب الملائكة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فمناط التكرمة التي هيئ الله بها الإنسان للكرامة هذا الروح والذي هو القلب الذي نتحدث عنه لأنه محل المعرفة بالله تعالى. Das ist eben das Herz. Das ist also dieses innere Geheimnis. Es wird auch in einem anderen Zusammenhang als Ruh, als die Seele bezeichnet. Es wird auch in einem anderen Zusammenhang als die Psyche oder Nafs bezeichnet. Also diese drei Begriffe Psyche, Seele oder Al-Qalb werden in einem Zusammenhang mit der gleichen Bedeutung von Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt werden und das galt dieser Ruh, dieser Seele, dieser Psyche, diesem Herzen, diesem unsichtbaren Element, dem galt die Würdigung Allah subhanahu wa ta'ala, wo er zu den Engeln sprach und sinngemäß sagte, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ. Er hat über die Erschaffung Adams sinngemäß gesprochen. Wenn ich Adam erschaffen habe und dann ihm die Seele eingehaucht habe, diese Seele, diese Psyche, dieses unsichtbare Element ist das Gemeinte mit der Würdigung Allah subhanahu wa ta'ala und der galt es, dass die Engel sich vor Adam niederzuwerfen haben, vor diesem Geheimnis, was Allah subhanahu wa ta'ala in den Menschen eingesetzt und verpflanzt hatte. Das ist nämlich der Ort der Auffassung. Der Auffassung, der Anrede und Ansprache Allah subhanahu wa ta'ala, der Befehle Allah subhanahu wa ta'ala oder das, was Allah, bevor Allah subhanahu wa ta'ala uns abgehalten hat zu tun. Das ist dieser Ort, das ist diese Stelle, die es gilt in den Menschen zu verehren. فالذي يشغله تغذية جسده أو إصلاحه وتقويمه عن تغذية قلبه هذا وروحه عن إصلاحه وتقويمه قد انحط عن كرامة الإنسانية وصار كما قال تبارك وتعالى عن أقوام من هذا الصنف إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل إن خادم الجسد لابد أن يسلم الجسد إلى مرافقة هذه الروح ثم يكون شأنه أن يأكله التراب والدود فهذا نهاية الجسد فمن عاش خادما للجسد فإنما عاش خادما للديدان التي ستأكل هذا الجسد ولكن
أصحاب الاعتناء بالقلب من الذين آمنوا بالله ورسله يكتسبون للقلب حياة غير الحياة الحسية تلكم هي حياة أبدية تورث سعادة الأبد أشار الله إليها بقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أكانوا أمواتا أمامه حتى يحيون كانت أجسادهم حية وكانوا موجودين أمامه بأجساد حية لكن لما يحييكم هذه حياة القيم حياة المعارف هذه حياة القلب حياة الروح إذا دعاكم لما يحييكم نسأل الله أن يحيي قلوبنا بهذه الروح. Und diese Seele oder diese Psyche oder dieses Herz, was wir eben versucht haben darzustellen und zu erklären, derjenige, der sich um dieses Element, um dieses unsichtbare Element kümmert, der sich nicht nur um den Körper kümmert, sondern um einfach dieses Abstrakte, was Allah in uns subhanahu wa ta'ala eingesetzt hat, der geht den geraden Weg, der geht den korrekten Weg, der benimmt sich je nachdem, wie Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt hat, zu leben und nach den Richtlinien, die Allah subhanahu wa ta'ala uns aufgetragen hat, nach denen wir uns zu richten haben. Derjenige, der sich nur um die körperlichen Angelegenheiten, also um seinen eigenen Körper kümmert, was passiert mit dem Körper nach dem Tod? Dieser Körper wird aufgefressen von den Würmern, die in dem Boden sind. Nicht? Und derjenige, der sich um die Belange dieses unsichtbaren Elements kümmert und mit der ganz gut umgeht, der empfindet ein anderes, ein abstraktes Leben und das bedeutet für ihn die ewige Glückseligkeit. Diese ewige Glückseligkeit wird gemeint in dem Vers, was der Scheich eben vorgetragen hat. Ja, ayyuha alladhina amanu, istajibu lillahi walirrasuli, idha da'akum lima yuhyikum. Also ihr Gläubige, die Gläubigen werden aufgerufen, kommt und beantwortet die Aufforderung Allah subhanahu wa ta'ala auf einer positiven Art, wenn er euch dazu aufruft, damit ihr ein glückliches Leben führt. Damit ihr ein gutes Leben führt. Dieses Leben ist damit gemeint. Dieses Leben, was von keiner Depression bedroht wird, was von keiner inneren Krankheit bedroht wird, da leben die Glückseligen, da leben die Allah nahestehenden in einer ewigen Glückseligkeit. In diesem Leben und im Jenseits.